Haben wir uns eigentlich hier draußen irgendwie schon mal oben geschaut? Na guck mal, hier vorne ist ja der Eingang, ne? Wir hatten doch letztes Mal auch hier... Und da hieß anscheinend Zauberschalter machen. Hast du Glück gerade? Ja. Du bist bitte? Willst du da hin? Ich wollte mal hier gucken, weil hier hinter dem Fenster war ja auch immer... Ich kann das Fenster von außen aufmachen. Hier stand da Mutti. Ja, stimmt. Und schau mal links davon. Schau mal links davon. Vom Fenster. Achso, was ist das denn? Krass, okay. Vorhin ein Schloss. Haben wir den Schlüssel mal gefunden? Ich weiß, es gibt doch drinnen Schlüssel. Und vor allem, warum leuchtet dieses Ding da? Also warum ist es so umrandet? Ich glaube, da hat der Programmierer nicht ganz hinterher. Da war er nicht ganz dran. Da war wir gehen nicht einmal, ganz dran. Einmal nicht sauber gegötet. Wir gehen einmal außen durch, mal gucken, was wir hier so finden. Ist das hier immer noch? Warum ist das gelb umrandet? LOL. Ach, jetzt ist das da drin? Was wir gesammelt haben? Hä? Ey, warte mal, hab ich das nicht mehr mit. Wieso hab ich das nicht mehr im Inventar? Und warum hat gerade da vorne das geklingelt? Da hat wieder einer die Ringe gebellt. So sieht's mal aus. So sieht's mal aus. Okay. Also, ich konnte das jetzt mitnehmen. Ja, hallo, wer ist da? Hallo? Warum ist die Tür jetzt offen? Das ist mir unheimlich. Ja, der Scheiß geht einfach schon mal gleich instant los. Mach mal die Tür wieder zu. So, wen haben wir denn heute hier? Johanna? Vincent. Abraham Harrell. Lea und? Und Milagros Lynch. Okay. Milagros. Milagros, das ist ja was für ein Name, ich habe noch nie gehört. Milagros. Mit wem wollen wir denn anfangen? Ist das griechisch? Milagros. Mein Name ist Milagros. Von Zypern. Ah, oh, so. Mit wem fangen wir denn an? Naja, wenn du schon hier bei Milagros bist, dann würde ich sagen, wa? Milagros Lynch. So, denn untersuchen wir mal die gute Milagros, ob wir irgendwas finden. Was hast du denn hier? Oh. Oh. Probier mal 99249. Nö. Nothing. Okay. Oh. Okay. Wofür ist das da? Das ist der geheime Safe von unserem Chef wahrscheinlich. Und tatsächlich, auch denk mal dran, beim nächsten Mal, wenn du vorne bist, den Stift und den Zettel mitzunehmen. Für die Hab ich doch schon. Hast du schon eingepackt? Ja, ja. Guckst du? Ja. Schau mal. Kann ich nicht sehen. Das ist die Frage. Wollen wir in diesem Run mal ans Telefon gehen oder eher nicht? Na los, ran da. Hello? Hello. Rebecca? Rebecca? What the? Was war das denn? Wir? Wahrscheinlich. Und was war im Hintergrund? Hab ich ja nie gehört. War da was? Ja? Ja. Ich hab das jetzt mal so auf die schlechte Verbindung geschoben. Okay. So. Jetzt geht's hier wieder los. Cleaning. Ah, wir müssen. Hol mal deinen Zettel raus. Nimm an. I don't. Ja! Will you help me? Was? Was ist denn da? Sollen wir in den Spiegel gucken? Oh Gott. Ey, nein, ich guck da jetzt nicht. Wer. Bitte was? Ich guck da jetzt nicht in den Spiegel, wenn die da hinter mir ist. Ein bisschen mager aus. Wo ich gehen? Was ist? Das ist die neue von Germany's Next Topmodel. Zieh an meinen Finger. Na, los, komm. Schau in den Spiegel. Oh, oh Gott. Oh, geh mal an. Bild. Was ist das? A small photo. 1970? Front 1970. The year of arrival of the house of death, the birth of its creator, the full number shall be 6. Was? Die volle Nummer. So 6 sein? Aha, verstehe ich nicht. Verstehe gerade auch nicht. Ist er weg? Oh, it's gone. Oh! Das da? Das da? Böcke? Wer hat mich. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da hingehen will. Na, mach die Maschine an und die hin. Okay. Wait, Alter, ich kann auch gar.
Warum kann ich nicht mehr laufen? Fuck you, Alter. Ich kann auch die Maschine nicht anstellen. Nein, dann nimm mal hin. Guck mal, passiert. Alter. Rebecca, come here. Ja, oh, ja, Dave. Schon. Dave ist auch da. Dave is in the house. Und look. Head over the ground. Warum, was ist das für ein Raum? Wer liegt da? Ist, Yoga. Achso, so. Alter, was ist mit unserem Büro passiert? Mom. Mom? Mom, das ist Mom? Sind Alter, noch, Party oder? Hard oder was? You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. Wer? You should be the one here. What the Lifeless. Fuck what? You? Oh, shit, Alter. What? Das ist immer... Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das war gruselig. Das war scheiße. Okay, also waren wir scheinbar drogenabhängig. Ja. Wie wir? Hey. Unsere Mutter. Das war unsere Mutter? War das nicht unsere Mutter? Hieß das nicht Mom und keine Ahnung? Oder so irgendwas mit Grandmother gelesen. Ach so? Okay. Aber he's dead because of you. Wer ist denn dead because of us? Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt. Also, meine Vermutung ist ja, wir haben ja vorhin ja dann noch die Münzen gefunden. Eventuell unser Vater? Also. Unser Vater ist tot wegen. Eventuell seiner Mutter, also halt unserer Großmutter, oder? Nee, wegen wahrscheinlich. Unserer Mutter. Also, wahrscheinlich wegen uns? Oha. Boah, da jetzt erschreckt mich ja auch noch dieses Ding hier. Aha. Hä? Die ominöse 4? Hat er. Die Eidkäpf? Rebecca, was? Down here. Fuck! Oh, krass! Krass. Rebecca, come down here. Raymond, was möchtest du denn von mir? Raymondo! Come down here. Warum? Okay, die Frau ist draußen. Aber auch nur die Frau. Rebecca, come ja. down here. Das könnte ein Zeichen sein. Können wir da. Kannst du die Dings aktivieren? Die Tür? Rebecca, go down there. Ach du Scheiße. Willkommen bei Backrooms. Oh Gott, ich muss in die Hocke gehen. Echt? Ach du, na, ist ein flacher Keller, ne? Oh nein, Alter. So, little Raymond thinks he found a replacement. Oh nee, da hinten stehen welche. What? War schon. Oh. What? Oh nee. Oh, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Oh. Oh. Warum so viele? Warum? Sind das Puppen? Nee. Nee. Was ist denn auf der Stirn? Bindi. Okay. Was ist denn. Ist hier irgendwas. Also, ich will jetzt nicht genau hingucken. Okay, warte mal, wir gucken uns einen anderen an. Ich hier. Hallo? Nee, doch nicht. Müssen wir wählen? Kann das sein? Oder ist das einfach, kannst du jetzt einfach randommäßig dir alle anschauen? Also, ich kann zumindest ohne. Nee, guck mal hier. Oh, doch, ich kann hier auch. Die Köpfe, ne? Irgendwie. Ja. Aber ist jetzt die Frage, will ich das? Hä? Vier. Ah, schau mal, vier. Vier und die letzte Ziffer. Und das andere war eine Null. Ja, aber pass auf, die letzte davon. Siehst du das hier? Die letzte? Ja, warte. Hörst du mir aber auch nicht zu, wa, wenn ich dir was erzähle. Da steht die vier und da drüber siehst du so Vierecke. Ja. Eins, zwei, drei und das letzte Viereck ist ausgemalt. Das erkenne ich ja nicht bei mir. Bei mir ist die Auflösung so schlecht, Alter. Ich erkenne darüber ja keine Punkte.
Okay, warte. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Und der sechste ist die 4. Na gut, dann gehen wir alle ab. Ja, wunderbar. Gehen wir alle ab. Naja, ist ja jetzt nur nicht so schlimm, auf die Stirn zu gucken, oder was? Okay, der hat nichts. Null? Das ist hier die 0 an der vierten Position. Oh Gott, hier ist ja auch was drauf. Die 7 an der dritten Position. Okay, hier ist nichts drauf. Ja, das ist aber auch jetzt... Warum? Die 1 an der ersten Position. Die 4 hatten wir schon. Nochmal die 4 an der fünften Position. Was fehlt uns jetzt noch für eine Position? Die zweite. Fehlt uns noch. Oh, fuck you. So, wo ist denn jetzt hier Johnny? 9 an der zweiten Position. So, okay, dann haben wir 197044. Aha. Wo gebe ich das jetzt ein? Na, vielleicht in dem Code-Panel da und in dem Schrank. Oh. Hat sich jetzt auseinandergenommen? Oh, ja. Ich komme hier nicht raus. Muss ich mir wirklich die Gesichter anschauen? Ey, wollt ihr mich jetzt... Ah, oh Gott. Okay. Oh, leck mich doch, Freunde. Ja, die sind noch nicht so schmerzverzerrt. Die müssen noch schlimmer aussehen. Jetzt seh ich's auch. Jetzt seh ich's auch. Ach, das ist ein muss ich jetzt bei jedem den Mund aufmachen oder muss ich nur bei denen den Mund aufmachen, wo eine Nummer dran steht? Ja, mach einfach bei allen auf. Unheimlich aus. Wirklich unheimlich. Was ist denn hier drin? Oh, krass. Da ist ein Schlüssel drin. Okay, ich dachte, das hätte jetzt durchgeschickt. Warte mal, du hast noch den Typ im Moos. Ist noch. Hier ist mir egal. Ich hab einen Schlüssel. So, siehst du? Schlüssel. Oh Gott, okay, ich geh wieder weg. Was ist denn da für ein Symbol? Ja, Stevie, dann mal dir mal dieses wunderschöne Symbol ab, bevor ich weitergehe. Hat er. Oh. What? Was? What? Alter, was ist denn das? Das ist doch unser Chef. Trinkt er das Blut? Krass. Was läuft denn mit dir? Kannst du dir das Datum mal angucken? Ja, die zeigen jetzt auch nach rechts. Beleuchtet. Oh, krass. Die zeigen jetzt alle nach rechts? Also auf das... Na denn, okay, let's check the grave. David... What? David Whitlow. Dead and forgotten. Oh. Was passiert denn? Werden wir jetzt lebendig begraben? Was ist denn mit... Was? Sorry. Wie? Ein... Sag mal... Dein fucking... Alter, sag mal... Ich kann nichts machen? Schön, schön. Wunderbar. Was? Wie? Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt noch den Schlüssel, um hier draußen... Nee, aber immer an das Code-Panel von drin. Okay. So, du sagst hier, ja? Hier. So, also 197. 197. 044. 044. There's a key. Hatchkey. Na bitte. Oh no. Oh yes. Du willst ja jetzt nicht, dass ich jetzt da nochmal rausgehe. Doch, und ob ich das will. Oh, nein. Und du sagst jetzt, ich soll da jetzt nochmal... Do it. Just do it. Sie, warum machst du das nicht in deiner Schicht? Hatchkey. Eine Hatchkey. 6 feet under.
Okay. Oh, die Tür kennen wir. Ja, und hier ist eine... Was? A Tape. Hä? Warum? Macht er nicht automatisch? Warum kann ich das nicht da... Ich will es nicht droppen, ich will es mitnehmen. Standard Size Cassette Tape, ja. Und ich will es mir anhören. Ah, vielleicht müssen wir so was aufnehmen. Okay, also hier ist nichts weiter. Und Herr Junge meinte vorhin gar nicht hier unten irgendwie in den Schubladen, sondern da, wo unsere Ausweise sind. Ja, da ist der Old Key, stimmt. Da ist der Old Key. Ist der da? Habe ich den vorhin nicht mitgenommen? Hast du ja nicht angekickt. Hab ich nicht? Oder war der? Nee, doch. Stopp mal, der war ja nicht da. Bin ich auch der Meinung. Was ist denn das da? LOL! Was, Alter? Versteckt in der letzten... Alter, okay. Jetzt gehe ich nochmal nach unten. Respekt, Helm. Respekt. Also, muss ich sagen... Nice. Danke für den Tipp. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir damit... Ops. Opsala. Die Tür aufkriegen. An old key. Not sure what it's belong to. Ja. Kann ich den jetzt nicht einfach... Käse. So. da. Are you out there? Valerie. Hello. Oh, I knew you'd find me. I'm all alone and scared. Please, will you help me? Hallo? I'm fucking scared. Didn't you hear me? Ja, ja, ich hab dich gehört, na uns, aber... Geh mal nach hinten. Ey, vor allem, das Krasse ist halt dieser Eimer mit dem Arm, das heißt, du blutest die ganze Zeit da aus. Und daraus sind diese Dinger gemacht. Ach, leck mich doch, ey. Hm. Oh, kannst du das Schloss öffnen? Nee. Hallo? You see what he's doing? Who could do this to someone? I don't know. I think you should let me out. Let me out. I'm going to cut you open. And stop the burning embers of this fucking building. And you and Jay, you beg for death. You'll be here soon. Kannst du die so ein bisschen an der Hand kitzeln? Ja, das ist also... Valerie. Oh, das wird immer schlimmer. Alter. Kann ich die Tür wieder zumachen? Nope. Okay, wir gehen. Also. Das war jetzt nicht so schön. Ah, krass. Messet. Also das... Okay, also THZJ. Okay. Oh, am Fenster. Okay, hi, girl. Creepy, Alter. Ey, ich kann auch wieder nichts auswählen, wa? Du musst das erst über dich ergehen lassen. Hi, Grandma. Hat so schwarze Augen. Hatte sie letztens noch weiße Augen? Oder hat sie auch schon keine Augen gehabt? Was ist, wenn du Fenster aufmachst? Kannst du Fenster aufmachen? Nee, kann ich nicht. Ich kann mit nichts interagieren. Grandma! Hey, Grandma! Ja, dann komm doch rein! Ja, da vorne ist die Tür! Soll ich rauskommen? Ich kann nichts machen. Oh, fuck! Alter! Oh. Geil! Okay, was hab ich gesagt? T? Z ist unten, die... 4 war hier und das J war da. Check the mark. So, nehmen wir mal mit. Ja, ich komm gleich. So, guck mal, welche das jetzt ist.
alle. Die Tür ist zugegangen. Ja, ja. Alle Türen sind zugegangen. So, ne? Oh! Na hallo, Alter! Na hallo! Ist natürlich auch ein Indikator, aber jetzt steht er da. Stand er da plötzlich. Ich will da raus! Ich will außen rumlaufen! Ich kann nicht raus. Ich wäre für Feierabend. Ja, Mutti, ich auch. Feierabend. Fuck you! Deswegen immer wischen, ne? Rutscht man sonst aus. Klick. Du kleine Mistmale. Du! Ja, so, heißt das jetzt, dass Erd ist? Das weiß ich nicht. Okay, wir nehmen erstmal den Marker mit. So, wir marken ihn mal als solchen. Auf Wiedersehen. So, und jetzt stelle ich mich mal mit Absicht hier hinten hin. Na, du wirst trotzdem in der Sequenz da hinten in der Ecke landen. Also extra in die andere Ecke. Gib mal noch, gib mal. Was? Was war denn für ein Lachen? I don't know. Schön, du hast es. Oh, du hast recht. Wir landen wieder hier. Weg! Raymond. I'm here. I can't believe you. What you've been doing is monstrous. I've said already that I've had to accept everything about myself, just like you do. This is a necessary evil. It's sick! She's down there right now, just suffering for no reason! Valerie is not down there. Not anymore. She's been gone for years. You don't know that! You're just gonna let her stay there. You don't know what she's feeling. You are torturing her! She's helping me survive. She's helping us survive. Without her, there's no reagent. Without the reagent, we have nothing. You want to have a chance at life, it comes with a cost. This cost. You have to make a choice, just like I did. What choice? Keep her alive to just bleed her over and over again to save ourselves? If she can't be saved, end the torture. I mean, she's down there suffering for your own gain. My gain? My gain. You used her too. It didn't stop you from finishing the job. You used her blood anyway. When it came down to it, you chose survival, just like I did. I can't kill her, Rebecca. I know it's the right thing to do for her. I know. But she isn't the only one. What? I've seen many experience what you did. None have survived. I've watched them degrade and suffer until they're no longer themselves. I didn't know what else to do. I couldn't just let them suffer. I searched for years to find a way to reverse it. All I found was the way to prevent more. Isn't that better than nothing? I've killed them all, Rebecca. It was the only thing I could do. So yes, I am a monster. But this one horrible thing has prevented me from having to take any more life. And I would choose that again and again. I can't live with any more death than I already do. I've made peace with it. The choice is yours if you can too. I'll see you tomorrow. Als ob ich jetzt morgen da nochmal hingehe. Ganz ehrlich?
Was ist mit ihm verkehrt? Ja, das ist krass. Das ist eine krasse Entscheidung, die du treffen musst, ne? Also du brauchst halt das Elixier, ne? Ohne das kannst du quasi nicht die anderen Dämonen bekämpfen, so. Dafür lässt du halt jemanden, bei dem du hoffst, dass da nicht mehr der Mensch drinsteckt, der mal drin war, irgendwie endlos leiden. Es ist wirklich heftig. Es ist echt krass. Das ist halt übel, oder? Ich könnte nicht so irgendwie und nee. Vor allem auch morgen wiederkommen. So, ich würde an ihrer Stelle würde ich sagen, so, nö. Einfach nö. Ja. Kaputt. Aber gut, krass. Wir haben jetzt alle Enden einmal durch. Krass. Ich hoffe, euch hat es soweit Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt. Bis dann erstmal. Reingehauen. Ciao. Ansonsten, ich weiß jetzt tatsächlich nicht irgendwie, wie wir jetzt ein anderes Ende noch provozieren können irgendwie. Das ist. Ich habe eine Idee. Also, die Idee geht auch super schnell auszuprobieren. Was vielleicht noch ein anderes Ende sein könnte. Und aber willst du uns erhellen oder? Also, willst du super schnell. Einfach so mysteriös einfach nur, ich weiß etwas. Nee, ich weiß es nicht. Ich würde es einfach ausprobieren, indem ich jetzt einfach. Also, kann ich ja trotzdem machen. Warte mal, wir können es ja mal machen. Ich nehme jetzt hier den Schlüssel mit, nehme jetzt hier vorsichtshalber hier die Dinger mit. Du gehst ja nicht aus der Wohnung raus. Nee, du bleibst einfach da. Ich gehe jetzt quasi da rein, mache eigentlich nichts, sondern ich nehme die allererste Leiche, die ich finde und mache auch gar nichts mit der, sondern bring die gleich im Brennofen. Ah, okay. Also ohne irgendwas. Einfach just Brennofen, hier beep. So, gehen wir nämlich auch gar nicht vorne rein, sondern gehen einfach direkt hier nach hinten. Einfach ausprobieren. Vielleicht lässt mir das Spiel das ja zu und vielleicht ist es ja dadurch ein anderes Ende. So, nehmen wir hier jetzt einfach Dings und jetzt gucken wir mal, welches Schubfach wir nehmen. Okay, krass. Also auch ohne Marker, ohne alles. Einfach nur so, wie er ist. So wie er ist. Einfach lauwarm rinnen in den Ofen und dann bei 180 Grad. Genau. Simon Ali haben wir als Auswahl. Dann Felton Beasley und Nathan Anderson. Mr. Anderson. Okay, Mr. Anderson, Anderson it is. Mr. Anderson. Jeder, der Fasmo gesehen hat, weiß, wer Mr. Anderson ist. Und ich sage nur, plop! So, und jetzt nehmen wir uns Mr. Anderson und sagen, auf Wiedersehen, Mr. Anderson. Der grinst doch. So, erstmal hier so hin und her. Flubidi Schub. Flub. Und gib ihm. Auf Wiedersehen. Mal gucken, was passiert. Ich bin gespannt. Heavy Breathing. Okay, das ist auf jeden Fall ein anderes Ende. Was ist denn mit ihr verkehrt? Okay, krass. Hello from the other side. What? Oh nein, Mr. Alter. Delver? Nein! Was ist denn mit ihm verkehrt? Der verschraubt uns jetzt in so einem Drecksack. Das war definitiv ein anderes Ende, würde ich sagen. Krass! Okay. Fastest Shift ever!